Hallöchen und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin der Gunnar alias die fette Krokette und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem Reaction-Video hier auf meinem Kanal. Und heute geht es um die, ja, was ist das? Death Metal, Melodic Death Metal, ich glaube Death Metal. Und zwar um Arch Enemy sozusagen. Die haben nämlich einen neuen Song vor wenigen Tagen rausgehämmert. Deceiver, Deceiver. Und da bin ich sehr gespannt. Da ist ja die Alyssa. Ich mag Alyssa nicht nur vom Optischen her, sondern die hat auch eine tolle Stimme. Und da bin ich sehr gespannt. Arch Enemy habe ich mich, ehrlich gesagt, nie großartig mit auseinandergesetzt. Obwohl wir das echt machen könnten. Wir könnten mehr von denen machen, weil ich von denen seit auch nicht viel kenne. Ich glaube, ehrlich gesagt, Nemesis ist somit so der einzige Song, den ich so ein bisschen großartig kenne. Ansonsten haben wir die Alyssa ja bei Camelot, glaube ich, gesehen. Zweimal oder sowas? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, zweimal war immer so ein Live-Auftritt und immer der andere haben die anderen gemacht. Ich bin mir gerade echt nicht so sicher. Auf jeden Fall... Heute mit Arch Enemy, ich glaube, der erste Song, wie gesagt, Century Media Records gibt uns ja nun mittlerweile die Chance dazu, das alles zu machen. Und da habe ich auch mega Bock drauf, mir das Ganze jetzt reinzuhämmern. Der neueste Song von Arch Enemy, Deceiver, Deceiver, jetzt hier. So, bin ich mal sehr gespannt, was uns jetzt hier erwarten wird. Ab geht's. Augen offen halten. Okay. Ja, auch gib mir das, als würde mich der Drummer böse angucken. Ja, die ganze Band ist toll. Oh mein Gott, es ist schwierig, gerade was dazu zu sagen. Ich weiß auch nicht. Ich durfte mich auch mal anschreien, aber genau in der Stimmlage. Junge, krass. Macht Spaß. Das klingt total unglaubwürdig gerade, oder? Ich mag es total, wenn Frauen Headbang, wenn sie Haarpropeller machen, das sieht. Ich mag das, ich weiß auch nicht warum. Aber geil, ich finde das so geil. Ah!
Ich höre nicht. Ah! Ja, das waren Arch Enemy mit ihrer neuesten Single Deceiver. Deceiver ist ganz unter Century Media Records erschienen und ich glaube, über die Alissa müssen wir, glaube ich, nicht besonders viel sagen. Ja, und ja, also optisch ist das Ganze hier ganz großartig und ich muss ein bisschen lachen, als ich dann die ganze, diese verlassene Fabrik gesehen habe oder was auch immer, musste ich mich so an Adrian von Tod gehört erinnern, der gesagt hat, es ist so immer so ein bisschen klischeehaft, wenn man so eine alte Fabrik nimmt und da irgendwie so ein Performance-Video rinklatscht und dasselbe hier, aber hier haben wir die Alissa und ja, mein Gott. Ein besseres hätte man nicht wählen können. Ich schweife ab, aber sie steht der Band schon ein bisschen, so ein bisschen die Show. Aber generell dieses Ende mochte ich ja total. Dieses Bam, 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 finde ich, ist nicht umsonst in meine Kopfhörer fast runtergefallen. Finde ich sehr cool und oh, ich bin, wenn ich diese Solos immer höre oder diese Drums höre, denke ich mir immer, mein Gott, du hättest mal ein Instrument lernen sollen. Ich habe es mal versucht, ich habe mir mal eine Gitarre geholt, so eine Beginner-Gitarre mit Verstärker und all sowas. Ich habe, glaube ich, eine Woche lang probiert und war total enttäuscht, dass das nicht auf Anhieb geklappt hat. Na, wie sollte es auch auf Anhieb funktionieren? Da war klar, dass ich das nicht schaffe. Drumset versuche ich erst ja nicht, ist arschteuer. Aber ich beneide und bewundere sowas und die Stimme von der Alissa zum Schluss, die so, muss ich ein bisschen an Michael Jackson denken. Hier Thriller, das Ende, nur halt so in weiblicher Form. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, der Song. Nicht nur akustisch, sondern auch optisch. Und ja, ihr könnt jetzt alle eure Sauber wieder rinziehen. Hier nochmal ein Bild, wie sie aussah. So, das war's jetzt. Wie ist eure Meinung? Haut's in die Kommentare, bin ich sehr gespannt. Und beim nächsten Mal sehen wir uns wieder. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.